So. Ah, ich habe es irgendwie vermisst, so ein Ding aus meinem ganzen Film zu machen. Ich habe ein neues Format, das ich mit euch Leuten vielleicht montags gerne besprechen will oder machen will. Es nennt sich ganz einfach und es wird bestimmt den einen oder anderen freuen. Trinkt ein Bier mit dem Captain. Es wird natürlich noch eine andere Überschrift bekommen, aber im Grunde wird es ungefähr so heißen und kein Bier nach vier heißt es normalerweise, ne? Ja, gut. Normalerweise trinke ich ja erst auf Festivals so früh, aber ach, übrigens mein Bieröffner, ne? Die eiserne Hand oder die rechte Hand des Königs von Game of Thrones. Man merkt, dass es aus China kommt, weil es ist einfach beschissen, ein Bier zu öffnen. Normalerweise geht es recht zack, zack, aber hier muss man schon ein bisschen improvisieren, ne? Aber das kriegen wir schon hin. Cheers. Schön. Das ist ein Bier aus meiner Region, Mekatze. Und während ich das Bier so trinke, euch ist natürlich erlaubt, auch noch eins aufzumachen, nebenbei noch ein bisschen was zu trinken mit mir. Ja, soll ich einfach mal, falls ihr Bier schon aufgemacht habt. Skål. Ich habe mich lange gefragt, wie mache ich dieses Thema über diese CD jetzt, und ich bin dazu ungefähr ist auch dieses Thema gut geeignet. Ich stelle euch heute mal wieder ein Album vor. Es ist ein bisschen länger her, wo ich das gemacht habe, und ich werde mit euch ein bisschen auch die Band durchgehen. Wir haben sie schon beim Interview gehabt. Das war letztes Jahr auf dem ARK Festival. Mega spontan, wo ich konnte mich noch nicht wirklich darauf vorbereiten. Deswegen habe ich damals spontan das Video gemacht und es ist trotzdem gut geworden. Also ja. Es geht um die Band Sipecore mit ihrem vierten Album The Aliens. Wer die Band Sipecore nicht kennt, das ist Sipecore, die netten Jungs in ihren Zukunftsoutfits. Kurz zu der Geschichte der Band oder was die halt verkörpern wollen. Sie sind Überlebende von einem Dritten Weltkrieg und einem Leben in einer postapokalyptischen Welt. Und die Jungs sind, glaube ich, keine richtigen Menschen mehr, sondern bestehen aus teilweise Menschen, teilweise, jetzt fällt mir dieser Name, nenne ich diesen Begriff nicht ein, Cyborg, genau, Cyborg. Und die haben halt alle verschiedene Aufgaben. Das kann man auf den Homepages dann genau nachlesen, was die so alle vier Aufgaben haben oder wer was macht. Und in ihren Texten geht es halt darum, dass die ihr Leben oder halt das, was sie halt machen im Jahre 2139, was glaube ich, wie sie da ihr Leben weiterführen und eben was für Aufgaben die da machen. Ja, mein Englisch ist ja nicht so gut, deswegen verstehe ich die meisten Texte ja nicht, aber das ist ja nichts Neues von mir. Auf jeden Fall, vierte Album. Das ist es auf jeden Fall. Ich muss mich noch bei dem Oktobermanagement bedanken, dass die mir das zugeschickt haben. Das Oktobermanagement ist in Hamburg. Das ist unterstützt eben auch kleine YouTuber und andere Presseleute, die halt sich mit Metal beschäftigen. Dafür danke, dass ihr mir das zugeschickt habt und auch für die Kooperation mit euch. Das habe ich ja schon mal gesagt. Ja, auf jeden Fall, das ist The Alliance, das Album. Ein sehr schönes Bild, muss ich sagen. Gefällt mir sehr. Und so sieht es innen drin aus. Schön. Auch diese Idee haben sie gut gestaltet. Ja, wie gesagt, Sipecore, die hatten wir mal im Gespräch vor einem Jahr. Wenn ich hier gerade noch rede, mache ich noch kurz dieses Ding. Ich liebe diese. Es sind die Liedtexte, ne? Das sind ja alle Liedtexte schön drin. Ich liebe Artbooks. Ich nenne es halt mal Artbook. Und ja, das sind auf jeden Fall die, wie wir es natürlich kennen, die Liedtexte drin. Ja, wie ist das Album anzuhören? Also die machen ja in verschiedenen Begriffen wird's ja, also Wikipedia sagt zum Beispiel, die machen Melodic Death Metal. Und Sipecore hat einen eigenen Begriff für ihre Musik, was sie da machen. Das ist ein netter Begriff, der nennt sich ein Uno Momento. Der nennt sich nämlich, also sie nennen, auf jeden Fall werden sie auch, bei sich selber haben sie Melodic Death reingeschrieben und Cybertrash. Wenn man sich jetzt eine CD von Sipecore oder ein Lied anhört, dann denkt man schon ein bisschen so an Thrash Metal. Und sie haben halt den
das Genre Cybertrash, ich sag mal, ich hoffe, dass ich es auch damit richtig liege, erfunden. Ne? Wie gesagt, vier Alben haben sie schon und sind auch dieses Jahr, glaube ich, wieder auf Tournee oder starten bald ihre Tournee, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, 1. März bis 7. April ist die Cypcore The Alliance Tour. Also, sie ist schon im Gange, ne? Das war zum Beispiel jetzt, in Hamburg waren sie jetzt am Wochenende. Ja, in Hamburg waren sie am Wochenende. Und ja, fahren jetzt halt durch Deutschland, touren gerade durch Deutschland. Also am 9. März waren sie in Berlin. Und stellen halt ihr neues Album vor. Gutes Album, hat mir sehr gefallen. Das ist mein erstes Album von Cypcore. Ich habe sie auch auf dem ARK Festival zum ersten Mal gehört und gesehen und haben mir sofort gefallen. Deswegen ich mir dachte, okay, komm, das Album hol ich dir auf jeden Fall auch und hörst du mal rein. Und gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Das ist mal was anderes als immer dieses Piraten- und Fantasy-Metal, aber Zukunftstrash ist auch nicht schlecht. Also Cybertrash, ne? Man will es ja richtig sagen. Die Texte, oder nicht die Texte, die Qualität, der Sound, der haut richtig schön rein, hat aber auch mal ab und zu mal seine ruhigen Momente, wo du halt auch chillig beim Autofahren gerade bist und wenn es auf einmal richtig Dong und Dong macht, du willst halt mitfahren und dann auf einmal gehen sie wieder ruhiger runter. Schon sehr angenehm, das kann man sich gut anhören. Texte versteht man auch sehr gut. Ihr wisst ja, ich liebe es, wenn ich die Texte verstehen kann und nicht unbedingt jetzt nochmal genau reinhören muss, was labern die da eigentlich. Deswegen ist Cypcore auf jeden Fall gut gemacht, gutes Album. Und ich bin echt gespannt, ob da in den nächsten Jahren noch was kommt. Aber klar, es kommt bei jeder Metalband meistens noch etwas. Von dem her braucht man sich da auch nicht wundern, ne? Ja, die Vögel schreien auch im Hintergrund, die wollen auch Bier, kriegen sie aber nicht, ist meins. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ach, ja, Bier, haben gerade das Bier getrunken, ne? Das Format, wie es sich entwickelt, das ist mir noch nicht ganz klar. Wie ich es mache, ist mir auch noch nicht ganz klar, aber auf jeden Fall könnt ihr euch schon mal freuen. Es wird bestimmt ein nettes Format, wenn ich das ein bisschen ausbaue, ausschmücke. Vielleicht so ein, zweimal die Woche. Schauen wir mal. Gut, dann werde ich gleich mal anfangen zu schneiden. Das war nämlich das erste Video von diesem neuen Format. Trink ein Bier mit dem Captain, so wird es heißen. Trink ein Bier mit dem Captain. Gut, dann. Ach ja, noch einen kleinen Tipp. Es ist bald Festivalzeit. Ja, endlich wieder. Wie gesagt, Ragnarök ist gerade ein bisschen nicht so sicher, ob ich hingehe. Aber es kommen noch genug Festivals. Und ich hoffe auch, dass ich es zum ARK schaffe, weil ich habe heute erfahren, dass ich da wahrscheinlich in der Woche Prüfung habe und wahrscheinlich gehen genau am Donnerstag. Ja, mal gucken, wie ich es mache. Aber kriege ich auf jeden Fall hin. Also, Captain Ende, Format gefällt euch hoffentlich. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare, abonniert, liked, macht was ihr wollt. Und ja, Captain Ende für heute. Ciao, ciao.